Die Beatles haben es auf dem Dach des Apple-Gebäudes in London Ende der 60er Jahre vorgemacht. Am Freitagabend folgte ihnen die Tübinger Band Acoustic Storm. Im Zuge der Corona-Lockerungen gab die Band ihr erstes Rooftop-Konzert ihrer Bandgeschichte, und zwar auf dem Dach der in Wanweil ansässigen Computerfirma Isepos. Das Flachdach diente als Bühne. Von dort aus wurde die Nachbarschaft zusammen mit Sängerin und Songwriterin Mischa Singer aus Reutlingen 2 Stunden lang mit einem Benefizkonzert beschallt. Zusammenkommen, Austausch, Gespräche. Während der Corona-Pandemie hat sich vieles davon ins Internet verlagert. Auch gemeinsame Feiern waren jetzt lange Zeit verboten und sind auch immer noch mit Vorsicht zu genießen. Wie es ist, wieder zumindest etwas Gemeinsamkeit außerhalb des Netzes zu haben und an einem Live-Konzert teilzunehmen, das durften die Wanweiler erfahren. Auch für die Musikerin Mischa Singer war es wichtig, wieder ein Stück Normalität erleben zu dürfen. Ich habe es noch nie gemacht und ich finde es wahnsinnig gut, weil die Menschen winken ja von unten und man fühlt sich wieder ein bisschen besser als bei nur so einem Livestream, sage ich mal, wo man ja nichts zurückbekommt. Also nichts gleich live, sondern erst durch die Kommentare nachhinein. Auch die Mitglieder der Tübinger Band Acoustic Storm sehnen sich danach, wieder live vor Publikum auftreten zu dürfen. Das Duo hatte eigentlich geplant, in den letzten Monaten 15 Konzerte zu spielen. Jetzt haben sie sich eben daran gesetzt, neue Musik zu schreiben und im Internet zu veröffentlichen. Mal wieder aus dem Haus zu kommen und dann gleich auf einem Dach zu spielen, ist nach so viel Zeit im Eigenheim eine besondere Erfahrung. Ja, ungewöhnlich, würde ich sagen. Ich meine, der Aufstieg ist natürlich nicht ganz ohne. Also man sollte schwindelfrei sein. Aber es ist vielleicht schon was Tolles, was Besonderes. Ja. Erinnert auch an die Beatles halt. Ja, 69, Januar. Wetter ist heute besser als damals, aber ein Rooftop-Konzert ist echt legendär, gell? Martin Singer ist Geschäftsführer der Isepos GmbH aus Wanweil. Er freute sich darüber, das Dach der Unternehmenszentrale für das Konzert zur Verfügung zu stellen. Wegen der Corona-Krise mussten viele seiner Mitarbeiter in Kurzarbeit gehen. Er kann also die wirtschaftlichen Probleme, vor denen die Künstler aktuell stehen, gut nachvollziehen. Da dachten wir, komm, dann lass uns doch alles mal zusammenführen, lass uns mal ein paar Künstler herholen, lass uns mal unsere Mitarbeiter herholen, denn die Nachbarn haben dann auch was davon. Und dadurch ist das Rooftop-Konzert erstmal geboren. Und die Idee war halt, wie kriegen wir halt trotz des Abstands eine Konzertatmosphäre hin. Wir können jetzt nicht einfach unsere Türen aufmachen, sondern dann haben wir gedacht, gut, dann gehen wir einfach hier oben aufs Dach. Die Musiker hoffen, bald wieder auf den Bühnen der Region auftreten zu können. Bis das wieder der Fall ist, braucht es allerdings kreative Lösungen, wie beispielsweise ein Konzert auf dem Dach.